So Leute, ich bin's mal wieder, euer Grand Warlord hier. Heute für euch gute Neuigkeiten für alle Zombie-Fans. Und zwar, zum einen findet morgen das Treyarch-Livestream-Event statt. Irgendwann morgen Abend bei uns, wann es genau sein wird, weiß ich jetzt gar nicht. Ich werde es aber auf jeden Fall nochmal in die Kommentare posten. Und was sehr interessant ist, ist, dass der amerikanische Zombie-YouTuber Noah Jay die Möglichkeit bekommen hat, an Jason Blundell, das ist der Chef der Zombie-Entwicklertruppe, Fragen zu stellen. Das heißt, er wird Fragen der Community auch weitergeben, Fragen über das DLC 2 stellen, und ich bin gespannt, was aus Jason Blundell rausbekommen wird. Zum anderen werden wir Informationen direkt von Treyarch erhalten, was DLC 2, was die neue Zombie-Karte angeht. Jetzt könnten wir entweder einen Trailer erhalten, wir können ein paar Teaser-Bilder erhalten, wir können aber auch ein Gameplay erhalten, was ich aber nicht vermute, und von dem her lasse ich mich da morgen einfach überraschen. Wenn ihr euch den Livestream anschauen wollt, ihr könnt ihn über Konsole, YouTube oder Twitch anschauen. Und wenn ihr keine Zeit habt, auch kein Problem, ich werde das für euch zusammenfassen, wenn es irgendwas Wichtiges gibt. Und ja, so viel mal dazu. Treyarch hat parallel zu dieser Info noch ein Bild rausgehauen, und das werde ich jetzt mal für euch einblenden. Und ich denke, ihr seid jetzt genauso überrascht wie ich. Wir können die vier Helden sehen. Was aber komisch ist, ist, dass Takeo von den anderen drei Helden getrennt ist und ja fast schon gefangen genommen wird. Und sein Schwert wird ihm auch weggenommen, wie es ausschaut. Und ich war eigentlich ziemlich überrascht, weil normal sollte es jetzt so weitergehen. Die vier Helden suchen das zweite Ich von Takeo, also den zweiten Takeo, den alten Takeo, und müssen ihn umbringen, um die Seele in den Summoning Key zu bekommen. Aber warum er jetzt irgendwie gefangen genommen wird, ob er irgendwas angestellt hat, weil die anderen drei Helden, Nikolai, Dempsey und Richtofen, sehen ja eigentlich ziemlich entspannt aus. Sie werden nicht festgehalten wie Takeo, und ich bin auf jeden Fall gespannt, was da morgen im Livestream rauskommt. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie diese Frage beantworten werden. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video auch schon wieder. Und ja, haut's rein, euer Grand Warlord.